So, letzte Video für heute, definitiv. Das sind dann 80 Minuten Castlevania. Müsste für heute definitiv reichen für euch. Im Moment habe ich ja eh noch kein allzu großes Publikum. Wenn ich dann überhaupt eins habe, weiß ich gar nicht. Ich hoffe einfach mal. Selbst wenn ich umsonst mache, kann ich mir immer noch selbst angucken. Hui. Und Nerven ab. Nee, Mana Prisma. Was ganz Neues. Ah, es heißt aber Mana, also darf ich auch Mana sagen. Nie wieder MP. Ich sag nur noch Mana. Ist mir viel läufiger, der Begriff. Ist das schön. Ich kann Mana sagen. Ah, sieht man auf meinem Mana. Es ist fast voll. Es hört sich viel besser an als MP. Ah, lass mich auf die reiten. So, weiter nach rechts. Hoffentlich kommen wir jetzt da an, wo ich hin will. Uah, schnell weg hier. Da war so ein Scheißvieh. Das macht uns richtig derben Schaden. Oh, knapp. Ah, das ist der Raum. Wie geil, das ist der Raum, wo ich hin wollte. Jetzt kommt hier der Erzdämon auf dem Wasser. Ja, meine Erinnerungen täuschen mich nicht. Das ist so schön, das Gefühl. Ist das geil. So, erstmal den Raum erkunden. Ist wirklich einer meiner Lieblingsräume. Diese Gegnervielfalt. Ein, wie hieß er? Fällt mir jetzt nicht ein. Panzerstier. Fleischstreifen. Haben wir gefunden. Ich denke mal, das ist was zu essen. Fleischstreifen. Zur Wiederherstellung von 29 TP. Gegessen. Ah, man kann die Kugeln von dem mit dem Schlag auch abwehren. Das ist gut zu wissen. Das sind eh die einfachsten Monster für uns. So einer, ja, recht asozialen Waffe. Aber es kommt noch eine viel schlimmere. Da freue ich mich schon drauf. Ein neuer Wurm, ein Giftwurm. Auch mit zwei Schlägen tot. Richtige, gefährliche Monster, ey. Bam, bam, badam, bam, bam. Plansch und Plansch. Ich glaube, die können nicht aus dem Wasser raus. Das ist schön. Plansch, plansch, plansch. Hui. Waren wir hier schon? Nee, waren wir nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal oben links lang. Das sieht mir nach so einem typischen... Ah, ein Gargoyle. Nee, dieses Mal ist es, glaube ich, ein Gargoyle. Ja. Ich erkenne noch einen Gargoyle, wenn ich ihn sehe. So, hier. Oh, ein Event. Ein ziemlich... Naja, zerstückelndes Event. So mal kurz ist erschrocken. Sehen wir ja an dem Fragezeichen, Ausrufezeichen. Graham Jones. Verdammt, ich hasse Unterbrechung. Yoko! Tot. Alles in Ordnung. Sag doch was. Irgendwas. Mir geht's gut. Danke, dass du mich gerettet hast. Graham, dieser Mistkerl, was hat er getan? Er hat die Macht des Schlosses absorbiert, ist viel stärker geworden. Aua, mein Plan ist fehlgeschlagen. Spar deine Kräfte, du solltest jetzt nicht sprechen. Nimm dich vor ihm in Acht, aber überanstreng dich nicht. Was, Yoko? Ach, sie ist nur bewusstlos, sie atmet noch. Ich habe die Macht unterschätzt, die er erworben hat. Nun steh doch nicht so rum, nun steh doch nicht so da und murmle. Yoko geht es gar nicht gut. Geh, ich kümmere mich um ihre Wunden. Ich kann sie nicht einfach lassen, verlassen. Sie ist mein Freund. Sorg dich nicht um sie. Du hast anderes zu tun. Graham ist zum Thron gegangen. Was ist dort? Was verschweigst du? Ich kann es nicht sagen. Du musst selbst dorthin gehen. Wenn nicht, verlierst du Mina. Und Yoko auch. Ihr Schicksal liegt in deiner Hand. Mistkerl, du nervst. Aber ich glaube nicht,
dass du mich anlügst. Du manipulierst mich. Trotzdem werde ich tun, was du sagst. Aber wenn wir je lebend hier rauskommen, will ich alles wissen. Das ist nur fair. Jetzt mach dich auf den Weg. Stirb, Nutte. Hui, hier geht's weiter. Das war eine sehr aufregende Szene, ja, muss ich schon sagen. Und noch ein Fischkopf. Ach ja, verdammt, verdammt, ich zerstöre die Seele. Das macht so viel Spaß, ihr glaubt es kaum. Das ist Nervennahrungsfluss. Ah, ich bin so gut. Fast vergessen. Stirb, 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 stirb. Stirb, 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 stirb. Ah, Level up. Ach, die leben noch immer. So eine Schande. Wo kommen wir jetzt hin? Die Arena. Ich glaube, wir haben was vergessen. Hier ging es rechts, 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 rechts. Noch weiter nach unten. Und hier will ich zuerst gucken, was hier ist. Ich denke mal nur eine Sackgasse, aber dann habe ich es trotzdem schon mal auf der Karte. Unterirdischer Friedhof. Klingt schon viel, viel besser. Ah ne, die kenne ich noch. Wow. Wow, unsere Energie. Wow. Oh, die hauen rein, du. Ah, da ist er. Der Flammendämon. Den habe ich mies in Erinnerung. Stirb. Stirb. Ah, ich finde den Erzdämon schlimmer. Oh Gott, hier ist jetzt gleich schon der nächste Boss. Ach, ich wollte doch, dass das das letzte Video für heute ist. Stört mich das jetzt? Die tun uns nichts. Naja, noch nichts. Bitte lass uns irgendwo speichern. Das ist der Bossraum. Den mache ich heute definitiv nicht, weil der ist zwar nicht wirklich gefährlich, aber ich finde ihn nervig. Richtig nervig. Das ist ein reines im Kreis gerannt. Ja, noch was Zeit haben wir, also gehe ich erstmal nach links. Hauen wir dem Wehrjaguar mal aufs Maul. Pam, 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 pam. Ich liebe diese Angriffsart. Die kriegen wir später auch noch. Jetzt haben wir aber schnell angegriffen. Und weiter und weiter und weiter. Unsere Seelen ein bisschen benutzen. Der Jaguar hat einen gewaltigen geraden Schlag. Der hat wohl viele PS. Ha, Wortwitz. Na, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich auf das Auto hinaus. Ui, weiter. Die wandeln hier alle rum. So, jetzt haben wir wenigstens 9 Minuten voll. Jetzt kann ich ja nochmal auf das Monster-Lexikon zurückkommen. Hier in dem Lexikon sieht man halt die Gegner. Die markierten sind die, wo wir die Seelen schon haben. Die anderen sind nur die, die wir gesehen haben. Fehlen sämtliche Informationen da, wo wir die haben. Fehlen auch sämtliche Informationen. Ah ne, ist eingetragen, schon gut. Nur die Blassen, da haben wir keine Seele. Die so normal sind, da haben wir die Seele. Da können wir auch die Schwäche von denen sehen. Die Energie, die TP. Das kann später ganz schön nützlich sein. Weil man sieht hier, nehmen wir mal die Seelen als Beispiel, Schwäche, bla 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 bla. Gehen wir mal auf die Fortsetzung von der. Machen wir sie dann. Ja, ist zwar nur zwei davon, aber man kann daran schon mal so etwa abschätzen, die Schwächen von der Weiterentwicklung eines Gegners. Also man trifft öfters mal auf Gegner, wie zum Beispiel den Dämon,
Der wird später zum Erzdämon, dann gibt es immer stärkere Entwicklungen dann von. So, hier mache ich jetzt Schluss. Das war das 8. Video für heute. Gewaltige 8 Videos. Ich hoffe, dafür sah ich euren Respekt ab. Und würde mal sagen, tschö, bis morgen. Ja, heute, also morgen früh um 2 mache ich nichts mehr. Ich sage tschüss, bis morgen.